Autorin und Musikverlegerin Carola Kickers lebt in Kempen am Niederrhein und ist vorwiegend in den Bereichen Mystery und Dark Fantasy tätig. Aber auch Kindergeschichten und der ein oder andere Krimi fließen aus ihrer Feder. Viele ihrer Kurzgeschichten und auch Bücher wurden bislang bei verschiedenen Verlagen und als Hörbücher veröffentlicht. Speziell bei ihren Vampirgeschichten pflegt sie die schwarze Romantik. Seit 2010 schreibt sie unter dem Pseudonym Carol Grayson. Mit dem hier vorliegenden DNL-E-Book wagt Carol Grayson den Schritt in die Interaktivität. Sie hat Erben des Schicksals veröffentlicht, in dem es zwei weitere Kurzgeschichten bzw. Romane von ihr zu lesen gibt. Sie hat diese DNL-E-Books zudem mit zahlreichen Features ausgestattet, wie Notizzettel, die sie an bestimmten Stellen des Buches hinterlassen hat. Aber auch du selbst als Leser kannst Notizzettel in dieses E-Book integrieren. Das DNL-E-Book kommt mit 99 Buchseiten daher, sowie drei Geschichten und 20 Illustrationen, die man sich auch ausdrucken kann. Jede der drei Geschichten ist in etwa 25 bis 30 Seiten lang. Es sind schaurig schöne Vampirgeschichten, die zumeist im 18. Jahrhundert spielen. Auf so mancher Buchseite findet sich ein versteckter Notizzettel der Autorin, der dir weitere Informationen zu der Handlung oder auch zu einzelnen Personen gibt. Du kannst diese Notizzettel an beliebige Stellen des DNL-E-Books verschieben oder sie sogar erweitern mit deinen eigenen Texten. Im Menü eines DNL-E-Books findest du zudem alle weiteren Features, die das E-Book für dich bereithält. Versuche doch mal herauszufinden, welche Features es alles gibt. Mit GoTo kannst du auf jede beliebige Seite springen. Hier zum Beispiel zu Purpurblut, der zweiten Geschichte in diesem Buch. Wie du siehst, lassen sich DNL-E-Books wie normale Bücher durchblättern. Du brauchst dafür keinen speziellen PC, sondern DNL-E-Books lassen sich auf jedem PC und jedem Notebook lesen. Dazu musst du nur einmalig den DNL-Reader auf dein System installieren. Sollten dir die Abbildungen gefallen, kannst du auf sie klicken und sie dir auch ausdrucken. Außerdem kannst du dieses DNL-E-Book auch mit deinen Freunden teilen. Dazu gehst du auf die Send-Taste und kannst das Buch direkt an deine Freunde in das Postfach schicken. Hier noch weitere Bücher, die Carol Grayson veröffentlicht hat. Einfach auf das jeweilige Cover klicken und du kommst direkt auf die entsprechenden Seiten. Und nun wünsche ich dir sehr viel Spaß beim Lesen dieses DNL-E-Books. Übrigens, das, was du dort siehst, ist die integrierte Suchmaschine. Gib einfach einen Charakter ein und du kommst an die entsprechende Textseite. Der Rest dieser kleinen Demonstration ist, denke ich, selbstredend.